Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus Ruhrpott und heute mit dem Review für dieses schöne Set hier. Mehr dazu nach dem Intro. Dann erfahrt ihr auch, es ist so. So, ich habe hier Lego Harry Potter Hogwarts Raum der Wünsche mit der Nummer 75966 mit dreieinhalb Minifiguren. So sieht das Ganze von hinten aus. Das Ganze hat auch eine Funktion. Ja, gleich auch gleich. Da sehen wir es auch nochmal alle. Mit dabei ist Luna Lovegood, Hermine Granger und Harry Potter. Wir haben eine klammergebundene Lego-Anleitung mit zwei Bauschritten. Das Ganze hat 59 Seiten. Hinten haben wir die Teileliste mit sehr, sehr vielen großen Teilen. Und beim Bauen, boah, Lego typisch halt, ja, ein Teil, anderthalb Teile. Dazu gibt es einen Stickerbogen mit Hausregeln, mit Mauerstücken und ein paar Fotos. So. Als erstes die halbe Figur ist ein, ja, wohl eine Trainingsfigur. Sie hat ein Gesicht, sie hat einen Oberkörper, sie hat Hände, sie hat aber keine Beine. Dafür kann man sie halt rollen. Man kann sie hinten aufnoppen. Sie hat einen Oberkörperprint vorne und hinten. Nicht schlecht. Wir haben, sieht nicht so hin. Wir haben sechs Zauberstäbe in drei verschiedenen Farben. Ja. Wir haben in Transblue Zaubersprüche, die man halt abschießen kann, indem man sie in die Hand gibt. Nee, Frau Schwarz. So, dann gibt es hier so eine Hand, ja. Oh. So, ja. Und dann kann man hier an der Seite quasi drücken und dann schießt er ab. So. Wir haben halt noch drei Figürchen. So, ich kann die noch zu zeigen, habe ich nicht. Harry Potter. Mit Oberkörperprint von hinten, Wendegesicht und halt diese Narbe. Luna Lovegood, Oberkörperprint von und hinten. Und ihr seht, dass sie nicht upsa, ganz zusammen ist. Sie gehen echt schön zusammen. Lange gelbe Haare, gelbe Wimpern. Und Doppelgesicht. So. Hermine Granger, Oberkörperprint von hinten, braune Haare, Wendegesicht. Gehen bei mir alle noch in 1-Minuten-Video. Kommen dazu. Und dann hätte ich ein Blau-Glitzer-Transclear-Hasen. Sehr, sehr schön. Und ein Blau-Glitzer-Transclear, tja, Ratte-Biber, immer so eine Art. So, dann haben wir den Raum der Wünsche. Und dazu haben wir eine Tafel. Ja, nichts Besonderes. Die bauen wir dazu. Und das wäre der Raum der Wünsche vom Schulgebäude her.
Hier, was man jetzt sieht, diese vier Fliesen, da stehen die Hausregeln drauf. Ich glaube, aus dem dritten Film ist das. Die ich als Aufkleber dabei habe. Ja. Und wenn man den richtigen Spruch drückt, geht hier eine Tür auf. Ja. Und dann kann man quasi hier in den Raum der Wünsche hineingehen. Und dann geht diese Tür wieder zu. So. Wenn wir dann in den Raum der Wünsche sind, sieht das Ganze so aus. Nochmal die Tür. Tür geht auf. Tür geht auf. Tür geht wieder zu. Klatsch. Irgendwie hätte man da unten auch einen Stopper. Gut. So, dann haben wir hier halt die Front mit dunkel Transblue als zweimal, einmal zweimal fünf, würde ich sagen, hoch oder sechs. Dann haben wir hier einen schönen Kamin mit Feuer. Hier oben drauf Fliesen, und wenn ich diese mittlere Fliese drücke, dann passiert das Wunder mit den Hausregeln. Die fallen ab. Ja. Das heißt, wenn innen drin zu viel gezaubert wird oder was ich nicht was alles, dann fliegen die einfach so weg. Ob das Ganze. Ob das Ganze jetzt mit irgendeiner Version von einem Schloss kompatibel ist, sodass man das da dran bauen kann, weiß ich nicht. Ob das mit dem Mädchen Badezimmer kompatibel ist zum Dranbauen, weiß ich nicht. Gibt's schon noch irgendwo was? Was kann ich, was ich da habe? Hier sind Noppen zum Ansetzen. Hier sind Noppen zum Ansetzen. Das Ganze hier mit den drei Minifiguren hat gekostet UVP 19,99, hat 193 Teile so in dem Schnitt. Genau, 193 Teile wird hier mit drei Minifiguren, im Netz finde ich mit vier Minifiguren. UVP war 19,95, derzeit billigster Preis bei eBay 26,88, bei Amazon Spanien 30,80 €. Gibt andere Preise, ich weiß. Tja, ist es den Preis wert? Ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht. Ich meine, die Figuren, ja. Wir messen das Ganze mal aus. Wir kommen auf eine Gesamtbreite von 19 cm. Eine Tiefe von rund 6 cm. Und auf eine Höhe von 18 cm. Laut Zeichnung sieht es halt so aus. Man könnte jetzt natürlich auch hergehen. Und mal den zweiten, noch einen zweiten da rein. Stabiler. Pass so rum. Und könnte den Kamin natürlich auch auf die andere Seite anlegen. Ganz nach freien Lust und Laune. Das sieht halt so aus. So. Oder halt irgendwie was anderes Tolles. Wie die Toilette oder irgendwie was anderes. So, jetzt ist das Ganze noch stabil. Ohne Aufkleber ist es natürlich ein bisschen mau. Ja. Aber okay.
Sie würde jetzt nicht zum Haus von Harry passen. Das passt nicht von der Größe her. Aber so, wenn man jetzt hier verschiedene Elemente hat zum Weiterbauen, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, das war's soweit. Erzählt mir doch mal gerne eure Meinung dazu. Habt ihr es selber gebaut? Eure Erfahrung, ist es kompatibel? Kompatibel schon, ich meine, zusammenbaubar mit anderen Elementen von der Harry Potter-Reihe. Und kann man daraus vielleicht ein ganzes Schloss bauen? Schreibt es mir. Ein Daumen hoch wäre auch schön. Ein Abo ist natürlich auch toll. Ansonsten sage ich mal, bis zur nächsten Harry Potter Magie oder meinem nächsten Film. Einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Ich bin der Markus und wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bye!